Los geht's jetzt hier aber erstmal mit den Elektrogewittern von Boys Noize. Unter diesem Namen begeistert Alexander Rieder das Partyvolk weltweit. Der Berliner hat Acts wie Deepish Mode und die Black Eyed Peas geremixed, betreibt mal so ganz nebenbei ein erfolgreiches Musiklabel und ist unlängst vom Rolling Stone Magazine unter die 10 besten DJs der Welt gewählt worden. Ach ja. Neues Album gibt's übrigens auch noch, so ganz rein zufällig nebenbei. Wir haben Boys Noize in Berlin getroffen. Boys Noize in der deutschen Hauptstadt. Die Show ist der Abschluss seiner 6-wöchigen Tournee durch Europa. Früher trat er nur als DJ auf, mittlerweile auch als Live-Musiker. Ich liebe es aufzulegen und als DJ unterwegs zu sein. Heute ist es das erste Mal, dass ich in Berlin live spiele und sozusagen meine eigene Musik performe. Es ist super, weil ich jetzt das erste Mal auch in meine Musik richtig eingreifen kann. Fans sind gekommen. Boys Noize bringt sie zum Schwitzen. 2 Stunden Energie. Wir sind seit 4 Tagen in Berlin und das hier an unserem letzten Tag mitzuerleben ist toll. Boys Noize war der Beste. Mega gut! Ja, es war ganz, ganz toll. Das war das Geilste des ganzen Jahres. Sowas kommt nie wieder, außer bei Boys Noize. Die ganze Bühne sah cool aus und er hat abgefeiert, deswegen ja, war cool. Hat Spaß gemacht. Spaß macht auch das Video zur aktuellen Single Ich Are You. Die französischen Regisseure Patrick Jean und Sebastian Lockmann hatten die Idee für den Clip. Sie kreierten den Tastaturmenschen. Musikalisch setzt Boys Noize in dem Stück wieder auf Roboterstimmen. Die Verfremdung der Texte hat bei ihm Methode. Ganz oft in meiner Musik sind die Stimmen auch nicht so eindeutig. Also man hört nicht genau, weiß ich nicht, ich liebe dich oder wie auch immer, sondern genau, manchmal ist es so ein bisschen rätselhaft, aber es finde ich gleichzeitig auch super, weil es gibt dann wiederum auch Freiraum für den Zuhörer, alles Mögliche hineinzuinterpretieren. Geboren in Hamburg entdeckt Alexander Rieder, wie er eigentlich heißt, früh seine Liebe zur elektronischen Musik. 2005 gründet er ein Label. 2 Jahre später startet er seine Solokarriere. Heute steht der Wahlberliner auf großen Bühnen und begeistert tausende Fans bei seinen Shows. Auf seinem neuen 3. Studioalbum Out of the Black mixt er wie immer verschiedene elektronische Genres. Da war es eigentlich für mich das Wichtigste, dass ich wieder ein Album mache, was halt wieder ein bisschen oder was halt zeitlos ist, was ich mir wieder in 5 Jahren anhören kann. Und ich glaube, daher war dann tatsächlich der Schritt nach vorne eher ein Schritt nach hinten zu gehen und einfach das zu machen, was mir in dem Moment Spaß macht. Kurz vor seinem Auftritt in Berlin, der 30-Jährige entspannt hinter der Bühne. Nach 6 Wochen Tour sind er und seine Crew zusammengewachsen, wie eine kleine Familie. Heute können sie ganz besonders stolz sein. Das Rolling Stone Magazine wählte Boys Noize auf Platz 9 der besten DJs weltweit. Also ich war total überrascht erstmal, dass ich da überhaupt stattfinde und dann auch noch in den Top 10. Und klar, Rolling Stone ist jetzt auf jeden Fall ein cooleres Magazin. Von daher war es auf jeden Fall, hat es mich schon gefreut auf eine Art, aber mich macht es auch immer am meisten glücklich, wenn jetzt zum Beispiel einfach nur meine Produzentenkollegen das gut finden. Und das steht außer Frage. Auch in Musikerkreisen ist Boys Noize angesagt. Soeben hat er für Rammstein und Snoop Dogg Remixe produziert. In den nächsten Wochen tourt er mit dem neuen Album durch die USA und Kanada.